Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zum lang ersehnten vierten Teil der Restauration meiner Siemens FMSI 40, einem Luftschutz-Feueralarm-Sirenenaggregat aus dem Zweiten Weltkrieg bzw. der Zeit davor. Da die Hochtonsirene jetzt endlich fertig ist, dreht es sich in diesem Video um den Tieftöner. Und wie bei jeder guten Restauration starten wir auch hier mit dem Lösen bzw. Abziehen des Rotors. Leider habe ich vom Abziehen des Rotors direkt keine Aufnahmen, weil es einfach so eine langwierige Prozedur war. Da saß einfach so bombenfest, sowas hatte ich original noch nie. Und da musste ich ganz schön tief in die Trickkiste greifen und habe auch irgendwann aufgehört zu filmen. Die Hauptherausforderung war, den Rotor vor allem heile abgezogen zu bekommen, denn das Teil ist ja aus Aluminiumguss und das ist bekanntlich ein sehr weiches Metall. Und da dieser Rotor mit mehreren tausend Umdrehungen die Minute später im Einsatz ist, dürfen da wirklich keinerlei Beschädigungen rankommen. Nichtsdestotrotz konnte ich letztendlich den Rotor dann doch abziehen unter dem Einsatz von Blut, Schweiß und Tränen wortwörtlich und so konnte es dann weitergehen mit entspannteren Aufgaben wie hier dem Lösen der Schrauben vom Lagerdeckel und vom Motorblock. And they say I will never be like you. And they are right because I'm fucking cool. You wanna be like me? I can see it every time. I can see it every time I see it. And they say I will never be like you. And they are right because I'm fucking cool. You wanna be like me? I can see it every time. I can see it every time I see it. I will never be like you. And they are right because I'm fucking cool. You wanna be like me? I can see it every time. I can see it every time I see you. I'm fucking
Alter, nicht im Ernst. Okay. Das hier ist kein Qualitätswerkzeug. Wie schon beim Hochtöner habe ich jetzt auch hier beim Tieftöner die Wicklungsenden erneuert, wie man sieht. Da habe ich jetzt auch keine extra Aufnahmen. Das ist nämlich im Rahmen eines gediegenen Werkstattabends bei C-Tech entstanden. Wie das funktioniert, könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, bei dem Video vom Hochtöner anschauen. So, hier haben wir nur folgendes Problem. Die Wicklungsenden sind zwar neu isoliert, allerdings an der Stelle, wo sie aus dem Wicklungspaket austreten, ist immer noch eine Stelle, wo die alte Isolierung vorhanden ist und bröselt, also eine mögliche Fehlerstelle. Und um
diesen Fehler zu beseitigen, habe ich mir hier so zwei Komponenten Isolierharz bestellt, habe mir das angemischt und hier fein säuberlich auf die Stellen großzügig aufgetragen. Das härtet dann aus und somit hat man eine komplette Isolierung auch von dem Übergang zwischen Wicklung und Wicklungsenden. Da ich aktuell noch ein paar Problemchen mit den letzten Videodateien zu diesem Projekt habe und die Schutzdächer von der Sirene noch nicht fertig restauriert habe, habe ich mich dazu entschlossen, die Restauration des Tieftöners in zwei Teile zu splitten. Heißt im Endeffekt, es gibt noch einen Teil 5, in dem man dann die Hochzeit zwischen Hoch- und Tieftöner sieht und die Schutzdächer und dann die komplett fertige Sirene samt Probelauf. Also freut euch drauf, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.